Die Bundesstraße 226 ist eine Verbindung des Ennepe-Ruhr-Kreises mit den Wirtschaftsräumen Hagen, Witten und Bochum. Die Ortsdurchfahrt von Wetter soll vom überregionalen Verkehr entlastet werden und gleichzeitig soll die Verbindungsfunktion der B226 verbessert werden. Dazu wird der Verkehr ab Hagen-Vorhalle auf die parallel verlaufende L675 verlagert. Über den neu zu bauenden Ruhrübergang westlich von Wetter erfolgt der Anschluss an den heutigen Verlauf der B226 nördlich der Ruhr. Mit dem Abriss der ehemaligen Kurek-Hallen an der Oberwengener Straße begannen im November 2003 die Vorbereitungen für den Bau der neuen Ruhrbrücke. Der Bau erfolgt in zwei Bauabschnitten. Bis Ende 2003 will die Stadt auch die Aufträge für den ersten Bauabschnitt vergeben haben. Beginnen sollen die Arbeiten dann im Frühjahr 2004. Im ersten Bauabschnitt wurde auf der Oberwengener Seite eine Rampe angeschüttet, um die Oberwengener Straße auf das künftige Brückenniveau anzuheben. Im ersten Bauabschnitt werden ausschließlich Arbeiten auf der Ruhrseite Oberwengens durchgeführt. Mit der Überbrückung der Bahnstrecke wurde das Ruhrvorland zugänglich gemacht und damit die Voraussetzungen für den zweiten Bauabschnitt geschaffen. Autofahrer werden im Zuge der Bauarbeiten für die neue Ruhrbrücke auf eine harte Probe gestellt. Zwischen Wetter und Wengern kann es immer wieder zu längeren Staus kommen. Gleichzeitig wurden auch Bauarbeiten im Umfeld der neuen Ruhrbrücke ausgeführt. Dazu gehörte die Herstellung der Gehwege an der Oberwengener Straße und Sicherungsarbeiten an der Böschung unterhalb des Sportplatzes Oberwengen. Ende 2005 war der neue Straßenverlauf der Oberwengener Straße fertiggestellt und der Autoverkehr konnte wieder ohne Staus fließen. Während bis Juli 2004 nur auf der Oberwengener Seite gearbeitet wurde, rollen die Bagger jetzt auf beiden Seiten der Ruhr. Nach der Umlegung von Versorgungsleitungen in der Gedener Straße und der Fertigstellung eines Regenrückhaltebeckens zwischen B226 und Bahnstrecke setzt der Landsbetrieb den zweiten Bauabschnitt in Gang. Auch auf der Oberwengener Straße gingen nun die Arbeiten unübersehbar weiter. Es waren 100 Tiefengründungen notwendig, damit die spätere 360 Meter lange Brücke auf sicheren Beinen steht. Mittlerweile wurde auf der nördlichen Seite der Ruhr angefangen, eine 300 Meter lange Schutzwand entlang der Bahnstrecke zu errichten. Erschwert wurden die Arbeiten dadurch, dass zwischen der B226 und der Ruhr noch mehrere Gleisanlagen verliefen, die auch während der Bauphase in Betrieb waren. Während der gut zweijährigen Bauzeit wird die Bundesstraße 226 nur einspurig befahrbar sein. Endlich war es dann soweit. Anfang 2009 konnten die ersten Säulen der neuen Ruhrbrücke gegossen werden.
Die Schutzwand entlang der Bahngleise stand nun auch vor der Fertigstellung und es wurden erste Auffüllungsarbeiten ausgeführt. Im Februar 2009 wurden die ersten Stahlteile geliefert und neben den Säulen zur weiteren Bearbeitung abgelegt. Es wird auch weiterhin auf der Bundesstraße 226 im Bereich der Baustelle zu Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs durch die einspurige Verkehrsführung kommen. Weil die Gleisanlagen der Bundesbahnstrecke, die zwischen der Bundesstraße 226 und der Ruhr verliefen, gekreuzt werden musste, kann der Ruhrübergang nur in entsprechender Höhe angelegt werden. Damit die Höhe erreicht wurde, mussten Rampen in entsprechender Höhe angefertigt werden. Dazu wurde ein Bohlenträgerverbau hergestellt, der dann später hinterfüllt wurde. Parallel zu diesen Arbeiten wurde auch das Widerlager auf der Oberwengener Seite eingeschalt. Im Juni 2009 war es endlich soweit. Das erste Brückenstück schwebte in der Luft. Bereits in den frühen Morgenstunden waren die beiden Kräne für die Montage der ersten beiden Brückenteile angerückt. Die Brückenteile waren jeweils 46 Meter lang und wogen je 81 Tonnen. Mit vereinten Kräften leisteten die beiden Krane Präzisionsarbeit. Zentimetergenau mussten die Brückenträger eingeführt werden. Bis in den späten Nachmittag zog sich die Montage der ersten beiden Brückenteile am südlichen Brückenanfang. 9 Meter ragen die beiden Brückenteile über den ersten Pfeiler der neuen Ruhrbrücke hinaus. Werden die jetzt ausgebaut? 14 weitere Brückenstücke müssen noch eingebaut werden. Die neue Ruhrbrücke macht nun große Fortschritte. Nur die Überquerung der Bahnlinie und der Lückenschluss über die Ruhr fehlt noch. Auf der nördlichen Ruhrseite ist nach der Fertigstellung des Bohlenträgerverbaus und der neuen Verkehrsführung die nächste Bauphase angelaufen. Jetzt wird die neue Stützwand erstellt und das nördliche Widerlager. Nach dem Betonieren und Ausschalen des Widerlagers und der Stützwand wird nun der Zwischenraum entlang der Bundesstraße verfüllt, um eine Standfläche für die weiteren Arbeiten zu bekommen.
Die neue Ruhrbrücke ist jetzt deutlich zu erkennen. Und schon bald wird ein Großteil des Verkehrs über die neue Brücke fließen und somit die Kaiserstraße deutlich entlasten. Für die Verlegung der Brückenteile über die Bahnstrecke musste die Bahnlinie im Oktober noch einmal für 52 Stunden komplett gesperrt werden. Während dieser Sperrung wurde auch der Bohlenträgerverbau zurückgebaut. Jetzt fehlt nur noch der Lückenschluss über den Fluss. Trotz des langen und kalten Winters gingen die Arbeiten an der Ruhrbrücke weiter. In der nächsten Bauphase wurden nun im östlichen Rampenbereich Erd- und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Dazu musste die Bundesstraße teilweise komplett gesperrt werden. Viele Tonnen Moniereisen lagern zurzeit noch am Rande der neuen Ruhrbrücke und warten darauf, verarbeitet zu werden. Auch in dieser Woche soll an zwei Tagen betoniert werden. Die Arbeiten an der neuen Ruhrbrücke schreiten nun zügig voran. Der unerwartet frühe und lange Wintereinbruch hat die Arbeit an der neuen Ruhrbrücke noch einmal unterbrochen, da die noch fehlende Fahrbahndecke nur bei Plusgraden hergestellt werden kann. Die meisten Bürger hatten erhofft, dass die Ruhrbrücke vom Weihnachtsmann eröffnet werden könnte. Nun wird dies eher etwas für den Osterhasen.
Am 10. April zwischen 11 und 16 Uhr hat die Stadt Wetter alle interessierten Bürger zu einem Brückenfest eingeladen. Allen Besuchern bietet sich wohl zum letzten Mal die Chance, die Brücke autofrei zu erleben. Denn an diesem Tag dürfen nur Fußgänger über die 360 Meter lange und 20 Meter breite Brücke. Der Bürgermeister der Stadt Wetter, Herr Frank Hasenberg, begrüßte bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen alle Besucher aus Wetter und Umgebung. Veteraner und Veteranerinnen heute hier auf die Brücke gekommen sind, um dieses Bauwerk hier gemeinsam ein bisschen zu feiern. Also ganz herzlich willkommen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen und freue mich natürlich auch als Landrat, dass dieses Projekt endlich fertig ist. Denn wie der Bürgermeister schon gesagt hat, unsere Region wird dadurch mit Sicherheit attraktiver, Verkehrsflüsse werden umgeleitet, Innenstädte werden entlastet. Und als Chef der Kreispolizeibehörde denke ich auch, dass wir auch hier als Kreispolizeibehörde dann weniger Arbeit haben werden. Dieser Eröffnung die herzlichsten Grüße der Landesregierung überbringen. Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und auch der zuständige Verkehrsminister Marek Hochsberger freuen sich mit Ihnen, dass ein Werk gelungen ist, welches für die Stadt Wetter von ungeheurer Bedeutung ist. Am 11. April 2011 wurde die Brücke dann für den Autoverkehr freigegeben.